alle zusammen. Ja, wir haben jetzt Ende Juli und meine Pinkbox ist gekommen und die wollte ich heute mit euch wieder zusammen auspacken. Ich werde euch mal zeigen, wie meine Pinkbox angekommen ist und zwar in diesen großen Karton. Und den packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Und zwar, so sieht es aus. Das ist meine Pinkbox. Und das ist in einen ganz großen Karton gekommen. Die Pinkbox ist natürlich in so einem viereckigen kleinen Karton, wieder wie die andere Pinkbox von Juni. Und ich werde jetzt die mit euch zusammen auspacken und werde euch dann zeigen. Also es ist alles noch versiegelt. Ich habe noch nicht reingeluschert. Ich habe noch nicht nachgeguckt, weil ich packe das ja immer mit euch zusammen aus. Ich werde jetzt mal die Schleife aufmachen. Dann werde ich einmal die Versiegelung hier aufmachen. Dann wieder zur Seite. Ihr kennt das ja, hier ist wieder so ein Kärtchen bei. Hier steht dann alles drauf. Das lese ich euch dann diesmal auch vor. Und hier sind die Produkte drin. Ich muss natürlich wieder hier diese ganze Zeug hier raus machen. Da ist immer so viel drin. So, jetzt könnt ihr es besser sehen, was hier alles drin sind. Und ja, ich werde mit euch das jetzt hier durchgehen und werde euch das jetzt nach und nach zeigen. Dann habe ich wie immer eine Zeitschrift dabei. Das ist die Joli Zeitschrift. Dann war in den Karton diese beiden Produkte noch dazu. Da werde ich euch auch später noch was zu sagen. Dann werde ich mir mein Kärtchen holen und dann geht's los. So, wir kommen einmal zu das Dusch Das. Das ist ja neu. Das ist eine Bodylotion-Spray, Honig, Melone, Jasminduft. Hautintensiv mit Feuchtigkeit. Die feine Sprühlotion lässt sich leicht verteilen und hinterlässt ein seidiges Hautgefühl. Hier sind 190 Milliliter drin, kostet 4,29 €. Dann haben wir einmal das Trocken-Shampoo. Das Basti Shine Drive Shampoo wurde mit L-Argan angereichert. Dieses Aminosäure stimuliert die Haarwurzel. Das Haar fühlt sich kräftiger an und erhält seinen natürlichen Glanz zurück. Hier sind 200 Milliliter drin für 4,99 €. Dann habe ich hier einmal von Alverde. Das ist das perfekte Thyme Beauty Zero Porzellanblume. Die leichte Formel mit Bio-Mandel, Bio-Jojobaöl und Porzellanblumenextrakt pflegt die Haut zart und geschmeidig wie eine zweite Haut. Umschmeichelt die weiche Textur deinen Feind. Genießt den blumenfrischen Duft mit sanften Noten von Rosen und weiße Blüten. Hier sind 30 Milliliter drin für 3,99 €. Hier habe ich einmal ein Lipstick. Das ist Lord Berry. Für lebendige, küssbare, weiche Lippen mit seiner glatten, seidigen Textur gleitet der Lord Berry Lipstick mühelos auf deine Lippen und gibt nachtlose, langanhaltende Deckkraft mit einem glamourösen, glänzenden Finish. Das ist so ein kleiner, der soll kosten 18 €. Oh, das finde ich aber ganz schön happig für so einen kleinen Lipstick. Ich werde mal gucken, was das hier für eine Farbe ist. Werden wir manchmal hier drauf swatchen, wie die Farbe aussieht. So, ich habe ihn für euch mal hier drauf geswatcht. So sieht die Farbe aus. Die finde ich sehr, sehr, sehr schön. Gerade jetzt so für den Sommer ist das ja eine sehr schöne Farbe, aber 18 € für dieses kleine hier? Nee, würde ich nicht ausgeben. Aber ich werde es ausprobieren und dann mal gucken,
wie er sich so auf den Lippen macht. Dann habe ich hier einmal dieses Salthaus Luxus. Das ist hier Tote Meersalz und Öl, Körperpeeling, Granatapfel, Totes Meersalz, Öl, Körperpeeling, Prosecco, Traube. Das intensive pflegende Peeling mit einem Toten Meersalz und generierten Granatapfelöl, reich an Antidixantin und Vitamin C, E regt die Zellaktivität an und verwöhnt die Haut mit unwiderstehlichen zarten Geschmeidigkeit. Das revitalisierende Peeling mit reinem Toten Meersalz und vitaminreichem Extrakt weiße Prosecco-Traube, einem Anti-Aging-Komplex, bewahrt die jugendliche Festigkeit der Haut und schenkt mit Pflege, Traubenöl ein verführerisches, glattes Hautgefühl. So eine Packung kostet 2,98 Euro. Ich habe hiervon zwei Stück. Das ist hier einmal diese Prosecco-Traube und das ist das Granatapfel. Und eine so eine Packung ist 35 Milliliter sind hier drin. Ja, da bin ich auch mal ganz drauf gespannt und werde mal gucken, wie sich das so macht. Da bin ich also sehr, sehr, sehr neugierig. Und ich kenne das eigentlich nur so fürs Gesicht, aber das ist jetzt hier für den Körper. Und ja, da bin ich schon ganz drauf gespannt. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Der Karton, der ist leer. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!